ich bringe euch dorthin. Und dann sind wir in ein total hinniges Auto eingestiegen und sind losgefahren und gefahren und gefahren und langsam ist es finster geworden und die Lichter der Stadt Nairobi sind im Hintergrund erloschen und wir sind weitergefahren und irgendwann unter einem Baum bleibt er stehen und sagt, ich muss ihm jetzt die 1000 Dollar geben. Sag ich, bist du narrisch, das kann ich unmöglich machen, das Geld gehört nicht mir, das ist für das Spital, das ist für die arme Leute, ich kann mich nie wieder blicken lassen, wenn das schief geht. Und er hat nicht aufgehört zu schwatzen, bis ich ihm nach einer Viertelstunde den Tausender wirklich gegeben habe. Und er ist er hat behauptet, sein Onkel wird wechseln und sein Onkel will nicht gesehen werden. Und nach einer Viertelstunde habe ich ihm also den Tausender gegeben, er ist in der Finsternis verschwunden und kommt eine Viertelstunde nicht mehr, kommt eine halbe Stunde nicht mehr, kommt drei Viertelstunden nicht mehr. Der Reinhold und ich sind unter dem Baum im hinnigen Auto gesessen, haben keine Ahnung gehabt, wo wir sind. Und ich habe schon angefangen mit Stotchenieren, dass ich im Wachinger sein Tausender da blöd aufs Spiel gesetzt habe. Nach einer knappen Stunde kommt er daher. Hat auf dem Groschen genau das ausgemachte Geld und bringt uns zurück nach Nairobi. Dort hat uns der Watschinger die Adresse von einem Nonnenkloster gegeben und wir sollen diesen Nonnen, bei diesen Nonnen das Geld lassen. Und dann ist der Reinhold, und dann ist eine Nonne dort gestanden. Links und rechts ein Koffer und der Reinhold hat gesagt, ja, wo fährst denn du hin? Hat sie gesagt, ja, sie fährt jetzt nach Europa. Hat der Reinhold gesagt, wir waren schon 7 Monate unterwegs, wir haben nie drüber geredet. Der Reinhold sieht die Nonne mit den 2 Koffern und sagt, da fahre ich mit. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren, ich wollte nicht heimfahren. Und der Reinhold hat mit Ach und Krach einen Flieger gefunden. Der Flieger ist nach Kopenhagen geflogen. Das war uns nach der Reise wie Oberndorf bei Schwannerstadt. Und er ist busch weggewesen. Und wir haben dann beide, ich bin dann ein paar Monate später heimgekommen, und wir haben dann im Herbst beides Medizinstudieren angefangen, ohne dass wir je drüber geredet haben. Und zwar haben wir so wahnsinnig viel Not gesehen und sind in so verrückte Situationen gekommen, dass uns in manchen Dörfern haben sie uns 15, 20, 25 kranke Leute vor die Moped hingelegt und haben gesagt, helft's, weil sie irgendwann erlebt haben, dass Weiße eine wirksame Medizin bekommen haben. Also der Reinhold und ich haben nie drüber geredet. Und siehe da, im Herbst haben wir dann beides Medizinstudien angefangen. Und wisst ihr, habe ich das nie fertig studiert. Und der Reinhold schon. Und der Reinhold hat dann im 80er Jahr Selbstmord gemacht und hat folgendes Gedicht in dem Hotel Lambach mitgehabt, wo er sich umgebracht hat. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich langsam auf. Dann geht ein Bild hinein, geht's durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Dem Reinhold würde ich jetzt gerne von Afrika erzählen. Ich erzähle euch noch ein kleines, dass ich
Ich habe im 6er Jahr erfahren, dass diese Spitäler, die der Watschinger gegründet hat, in der Krise sind. Und dann bin ich hingefahren und habe mir gedacht, jetzt schaue ich einmal, ob ich was machen kann. Und dann bin ich gleich einmal 3 Monate geblieben und habe angefangen, daheim anzurufen und E-Mail schreiben und so weiter. Und die ersten 30.000 Euro habe ich dann gleich mit Telefon und E-Mail organisieren können. Und bin dann eigentlich relativ schnell in die Arbeit eingerutscht und habe dann mit Hilfe unserer Werbeheftel diese Projekte bekannt machen können. Und wir haben im Laufe von 5 Jahren über 1 Million Euro Spenden zusammengebracht, wo wir uns bemühen, dass wir es sorgfältig dort hergeben, wo wir daran glauben können, dass was Sinnvolles und was Gescheites daraus entsteht. Und diese Werbeheftel, es liegt da ein Haufen, ich freue mich, wenn ihr es mitnimmt. Diese Werbeheftel sind quasi für mich auch ein bisschen eine Bühne, wo ich das einschreiben kann, was mich im Leben so beschäftigt. Und in diesem Werbeheftel steht noch das Gedicht, das der Franz gerade vorgelesen hat, und ich habe Folgendes dazu geschrieben. Dem Reinhold würde ich jetzt gerne von Afrika erzählen. Mit ihm fuhr ich im Jahr 73 mit dem Moped von Schwanenstadt nach Tansania zu Dr. Watschinger. Oft und oft sagte Reinhold, dass diese Reise das Schönste in seinem Leben gewesen sei. 1980 nahm er sich das Leben. Er hatte dieses Gedicht von Rilke dabei. Reinholds Botschaft an die Lebenden hieße wohl: Spring, springe über die Stäbe, mit der Kraft der Mitte, spring bitte. Mir sind diese Gedanken und solche Verse so wichtig, weil ich finde, das ist so etwas Seltsames an uns Menschen, dass wir die Wichtigkeiten oft ganz seltsam auf irgend Unwichtiges legen und dass wir nichts Kostbareres im Leben haben als das Leben selbst. Das spüren wir dann bei Tod oder bei Leid oder bei Not. Und im Grunde genommen, glaube ich, ist immer ein Glück, wenn man dann erinnert wird, wenn man da heute gesagt oft hat, was umzusetzen. Der Reinhold ist also gestorben im Herbst 1980. Und ich war damals gerade dabei, mein erstes Geschäft in der Langegassen in Wien herzurichten. Es ruft uns wer an. Die Vorgeschichte ist das. Ich habe schon ewig Medizin herumstudiert. Und es waren damals tolle, wilde Zeiten auf der Uni. Und es hat so einen Club gegeben, der hat geheißen Kritische Medizin. Das waren wirklich überragende Studenten, die wahnsinnig belesen waren. Und die haben ganz gezielt Vorlesungen gestört und haben drei geschrien: Professor, du bist doch nur ein Lakai der Pharmaindustrie. Und sie haben Studien vorgelegt, wo sie nachweisen haben können, dass durch die Medizin, nur die Hälfte am Nutzen erfährt, die andere Hälfte nutzt es nichts. Und ganz ein zynisches Beispiel, in dem wir heute leben, ist, dass 60% der Versorgungskosten eines Menschenlebens im letzten halben Lebensjahr anfällt. Und jetzt wollte ich sagen, ich gönne unseren alten, sterbenden Menschen alles. Es geht mir nicht um das, dass da gespart wird.
Aber wenn man sich anschaut, was die Leute da oft erleiden in aller Sinnlosigkeit, und wenn man noch weiß, dass das Milliardenumsätze sind, dann finde ich, ist das oft eine Heuchelei. Es geht ums Geschäft und es geht nicht ums Leben. Und dieses Argument, es ginge ums Leben, macht uns so schwach. Und in dieser Phase habe ich Medizin studiert und habe irgendwie eine Doppelbelastung gehabt, weil mich das von den kritischen Medizinern mindestens so interessiert hat, wie das, was die Professoren gesagt haben. Aber das hat man natürlich lernen müssen, um bei Prüfungen durchzukommen. Und dann habe ich mit einem Bäder für die Pathologieprüfung gelernt. Der Bäder ist durchgekommen und ich bin durchgefallen. Und der Bäder hat einen reichen Vater gehabt. Der hat ihm 10.000 Schilling gegeben für die gelungene Prüfung. Und mit den 10.000 Schilling ist der Bäder nach München gefahren. Shopping. Das war 1980 eher frühreif. Heute ist das Shopping allgemeine Lebenshaltung. Damals war es für den Bäder. Und der Bäder hat sich in München alles Mögliche gekauft und dann habe ich ihn im Café Merkur in der Florianigasse getroffen. Merkur ist, glaube ich, der Gott der Kaufleute, gell? Und dann habe ich ihn im Café Merkur getroffen und der Bäder erzählt mir, was er sich alles gekauft hat und hat gesagt, und in München hat er sich Earth Shoes gekauft. Und die Schuhe sind so super und ich schaue so unter den Tisch ein, weil dort hat er die Schuhe angehabt und oben den Tisch hat er geschwärmt, wie super die Schuhe sind. Und ich schaue so rund ein und hebe den Kopf wieder auf und sage, Peter, weißt du was? Ich höre jetzt auf mit Medizin studieren, ich werde Schuhhändler. Ich habe mich mein Leben lang nicht für Schuhe interessiert. Und in dem Augenblick ist quasi passiert. Und ich bin dann ein paar Tage später Autostopp nach Dänemark gefahren, weil diese Schuhe in Dänemark erzeugt worden sind. Und habe die Dänen gefragt, ob sie diese Schuhe nicht in Österreich verkaufen wollen. Und die haben gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich kenne mich nicht aus im Schuhhandel, sie sollen mir bitte helfen, einen Erstauftrag formulieren. Und dann haben wir die Schuhe um 300.000 Schilling aufgeschrieben. Sie haben, glaube ich, jahrelang keine so gute Kundschaft gehabt wie damals. Und ich, weil ich mich nicht auskennt habe, habe ich gesagt, geht in Ordnung, habe unterschrieben und bin Autostopp wieder heimgefahren. Und daheim habe ich keine Sekunde dran gedacht, dass ich jetzt zu einer Bank gekommen und fragen kommt um einen Kredit. Sondern ich habe nur meine Freunde angerufen, ob sie mir Geld borgen. Der eine hat mir 5.000 Schilling geborgt, der andere 10.000 Schilling. Nur meine Schwester Barbara hat mir 30.000 Schilling geborgt. Und in 2 Tagen telefonieren habe ich die 300.000 Schilling beieinander gehabt, mit denen ich das Geschäft angefangen habe. Und dann haben wir am Anfang nicht einmal ein Bankkonto gehabt, haben wir ja auch nicht gebraucht. Sondern das Geld von meinen Freunden ist zuerst im Sparbuch gelegen, dann haben wir Rechnungen gezahlt und dann, wenn wir das Geschäft angefangen haben, haben wir die Rechnungen aus der Kasse laden gezahlt und wenn die Umsätze mehr waren als die Rechnungen, dann haben wir es wieder aufs Sparbuch gelegt und wenn die Rechnung her war, als das Geld in der Kasse laden, sind wir zur Sparkasse gegangen und haben Geld angekommen und haben die größeren Rechnungen auch zahlen können. Und mit der Methode kann man ganz leicht sehen, wird das Geld mehr oder weniger. Und jetzt sage ich, habe ich das Geschäft schon über 30 Jahre und im Grunde genommen heute, ich habe mich lang geschaut, dass mein sogenanntes Controlling so primitiv ist, aber ich habe mir alle gedacht, wenn das Geld ein bisschen mehr wird, wenn man ein bisschen mehr einnimmt, als es ausgibt, dann ist das ein